Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Vlog und gleich nachdem Sie uns geliked und abonniert haben, können wir dann auch mit dem Blog schon anfangen. Übrigens, vielleicht fragen sich manche, warum soll ich einen Channel abonnieren? Das hat zum Beispiel einen ganz großen Vorteil. Sie kriegen jeden Tag die Nachricht, wenn Sie eingestellt haben, Push-Benachrichtigung erlauben, dann werden Sie benachrichtigt, wenn wir unsere Blogs hochfahren. Also dann müssen Sie nicht tausendmal am Tag auf unseren Channel, sondern kriegen sofort die Info, wenn was Neues passiert. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und für uns hat es den Vorteil, dass wir von YouTube einfach viral noch besser verbreitet werden im Netz. So, heute, Sie haben es in der Überschrift gesehen, Leben unter Wahnsinnigen. Gemeinhin nimmt man an, oder gemeinhin leben japanische Koi-Züchter davon, dass sie ein sehr gutes Wachstumspotenzial und ein sehr gutes Wachstum bei ihren hochpotenziellen Koi dadurch erreichen, dass sie immer die Koi, die wachstumstechnisch sehr gut zusammenpassen, gemeinsam großziehen, dass man die Futterquoten, wir füttern hier gerade ca. 3%, dass man die Futterquoten sehr genau auf das entsprechende Potenzial ausrichten kann. Wenn man jetzt zum Beispiel einen schwach wachsenden Koi mit den sehr gut wachsenden Koi zusammensetzen würden und der schwach wachsende, der weiß ja nicht, dass er schlecht wächst, der Appetit ist in der Regel oder häufig dann genauso gut, dann neigen die Fische dazu zu verfetten und Fische mit dem sehr guten Wachstumspotenzial, wenn man die unter den eher mäßigen wachsenden bei geringen Futterquoten aufzieht, dann kriegt man natürlich nicht das, was man kriegen könnte, wenn man den Fisch entsprechend anders gehalten hätte. So, und da wir ja hier über den Winter jetzt für unsere Kundenfische großziehen, da haben wir in allererster Linie sind das alles Karashi-Goi, Ginrin, Karashi-Goi, Karashi-Yamabuki. Es sind ein paar Nanashi dabei, aber es waren einige Kunden, die jetzt im Herbst ihre Fische nicht abholen konnten und dann haben wir Ausnahmen gemacht und haben gesagt, okay, dann ziehen wir auch einen Goshki und einen Deutschowa und in dem Fall hier noch einen Sanke mit groß und haben die jetzt erstmal mit in die Becken gesetzt zu den Karashis und zu den Karashi-Yamabuki, wo also richtig Feuer ist, wo es von morgens bis abends richtig Habba-Habba gibt bei perfekten Bedingungen. Und die Aufzucht läuft jetzt 5 bis 6 Wochen und wir haben ja die Yamabuki mal angeschaut, wir haben die Karashi angeschaut, aber ganz besonders wichtig ist jetzt natürlich zu schauen, was ist mit dem Koi passiert, die ja nachweislich, nicht mutmaßlich, sondern nachweislich nicht dasselbe Wachstumspotenzial haben wie die voran beschriebenen Varietäten. Müssen wir die rausnehmen, müssen wir irgendein Becken machen, wo die verlangsamt großgezogen werden oder schaffen die es tatsächlich da Schritt zu halten und wenn sie nicht Schritt halten, wie entwickeln sie sich? Da haben wir zunächst mal einen Goshki, einen wirklich bildhübschen Goshki, ein Weibchen. Schauen Sie sich den mal an. Das ist also wirklich ein Traum. Der hatte 45 cm, soweit ich mich erinnern kann, ist er mal über eine unserer Auktionen verkauft worden. Jetzt ist gerade ein bisschen viel Schaum. Ich hole mal kurz einen Kescher. Also das ist, schauen Sie, das ist die graublaue Beschuppung auf weißer Haut an. Das ist schon richtig lecker, das ist großes Kino, er hat eine schöne Zeichnung und er hat eigentlich auch für Wachstum eine sehr gute Körperstruktur. Als er verkauft wurde, oder als er letztes Jahr aus dem Naturteich kam, hatte er 45 cm und da gucken wir jetzt mal, was er bei der Aufzucht mit Karashi-Goi in den letzten 5-6 Wochen erreicht hat. Schauen Sie an, 51 cm. Also er ist in der Tat jetzt erstmal so viel gewachsen wie die Karashis. Und er ist nach wie vor schlank, also es scheint auch, dass dieses viele Futter, was er den ganzen Tag bekommt, dass das für ihn kein Problem darstellt. Das ist also mehr als bewundernswert, was er da erreicht hat. Aber er ist nicht alleine, wir haben noch einen Deutschowa und wir haben noch einen Sanke. Das zeige ich Ihnen jetzt als nächstes. Das ist übrigens ein Deutschowa vom Schwarz her, ein Gedicht. Das ist wirklich Lackschwarz, Klavier-Lackschwarz. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Wasser. So, ein bisschen mehr Wasser. Schaumrunde. Sie sehen, hier ist alles live. Das kann man nicht verhindern, wenn man mit Fischen arbeite, dass die dann was abschleimen. Der Deutschowa, schauen Sie sich das Schwarz an. Das ist also schon ganz, 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 ganz großes Kino. Der Grund, warum Kunisch ihn verkauft hat, klar, die rote Zeichnung ist etwas zu klein, spielt aber keine Rolle, wenn einem der Fisch gefällt. Er war 46 cm und ist jetzt in 5-6 Wochen auf 49 gewachsen. Also hier ein bisschen langsamer, 3 cm. Das ist jetzt das, wo ich mal sagen würde, das darf man als normal bezeichnen in der Zeit. Und
Im Vergleich dazu, die Karashi sind um 6 cm gewachsen, die Yamabuki-Karashi, die aber kleiner waren, sind um 7 bis 8 cm gewachsen. Aber 3 cm ist schon so, dass man sagen kann, bis Ende Winter, bis im Februar, wo die Aufzucht läuft, kann er auf gut und gerne, ich schätze mal, 55 cm wird er schaffen, also 10 cm insgesamt. Und jetzt kommt ein Sanke, der ist wie die Karashi Yamabuki bei 36 cm gestartet. Und als ich den gerade rausgefangen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gestaunt. Natürlich zunächst mal ob der Schönheit. Das ist ein richtig, richtig genialer Sanke. Auch wenn er schwarz am Kopf hat. Es ist ein Sanke, das gibt's. Ist auch gar nicht so dramatisch. Und die Zeichnung ist sehr schön. Und jetzt passen Sie mal auf. Ich zeige Ihnen das hier. Der Fisch hatte 36 cm. Hier sehen Sie die 36. Und den messen wir jetzt mal. Ich glaube, da fallen wir jetzt alle vom Glauben ab. Julia, geh mal ganz nah hin. Der hat 47 cm. Ja. Der ist in 6 Wochen, dank Konishi Number One, unserem neuen Premium-Weltklasse-Superfutter, um unschlagbare 11 cm gewachsen. Also das ist auch kein Witz und keine Verarsche, sondern das ist einfach das, was der Fisch gemacht hat. Und schauen Sie sich die Körperform an, auch hier kein Anzeichen, dass er dick wird, dass er unförmig wird, sondern es ist einfach ein muskulärer, perfekt gebauter Koi. Schauen Sie sich die Kopfform, beide Augenabstand, ein langer Kopf. Ja, es geht nicht nur darum, dass ein Koi entsprechendes Potenzial besitzt, sondern es geht auch darum, dass das Potenzial herausgekitzelt wird. Und herauskitzeln heißt einfach Bedingungen schaffen, Wasser, Futter, Futtermenge, Wassertemperatur, Wasserqualität, dass er dieses Potenzial auch umsetzen kann in tatsächliches Wachstum. Und das scheint bei diesem Fisch sehr gut zu gelingen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Kunde 36 cm gekauft hat und im Frühjahr 60 cm geliefert bekommt. Vielleicht bin ich gerade etwas zu positiv gestimmt, ob das bereits erreichten Wachstums, vielleicht schaffen wir es noch mehr. Also Sie werden den Fisch wiedersehen und ich jedenfalls freue mich auf dessen weitere Entwicklung. Also fassen wir zusammen, die Fische sind von normal, was man erwartet. Der Deutsche war 3 cm über sehr gut, 6 cm der Goschki bis sensationell und alle Karashi und Karashi Yamabuki im Stich gelassen, 11 cm gewachsen. Und ganz wichtig, wir können jetzt, oder wir wissen jetzt, dass wir die Aufzucht erstmal so fortführen können und keine Angst haben müssen, dass wir denen jetzt irgendwas antun, dass sie also wirklich zu viel Futter abbekommen, dass sie da eventuell verfetten würden. Also das passiert nicht, wir können das alles erstmal so lassen und da ist auch nicht zu erwarten, dass in den nächsten Monaten oder in den nächsten 6, 8 Wochen da irgendwas dramatisch sich verändern soll. So, jetzt liken Sie uns noch, das haben Sie nämlich am Anfang vergessen, das habe ich gesehen und das Abonnieren haben Sie auch wieder vergessen und wenn Sie irgendwas brauchen bezüglich der Koi-Haltung, wenden Sie sich an Koi-Discount und in diesem Sinne bis zum nächsten Vlog. Ciao.